Sagt, was ihr von mir wollt. Okay, da kommen wir schon mal nicht rein. Das heißt, wir haben noch die beiden Anwesen hier. In das ihr kommen wir rein. Eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr. So, gucken wir mal. Werde ich gebraucht? Natürlich. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal mehrere Räume. Eine Küche zum Beispiel. Ziemlich interessante Bodenmosaike. Ja, diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt. In die kommen wir nicht rein. Hm, was ihr möchtet. Okay. Gibt auch keinen Hintereingang oder so. Dann haben wir noch dieses Haus hier. Das scheint auch offen zu sein. Ich warte natürlich. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ja, werte Dame, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Habt ihr geschäftlich etwas mit den Yestev zu erledigen? Die Yestevs, dürft ihr fragen, welche Branche sie tätig sind? Nein, dürft ihr nicht. Ihre Angelegenheiten gehen nur sie etwas an und unangemeldete Gäste sind nicht in sie eingeweiht. Gibt es also einen Grund, warum ihr hier seid? Nein, tut mir leid, ich habe keinen Grund. Kein Problem, die Tür ist dort, wo ihr gekommen seid. Ja. Ich könnte den Edelstein hier mit einsacken. Und das hier sind wohl die Yestevs. Bleibt da stehen, wo ihr seid, Bauerngesindel. Ach du meine Güte, Qua hat mir gar nicht gesagt, dass wir schon Gäste haben. Eigentlich sieht ihr aus, als wärt ihr niemand. Aus meinem Haus sage ich, ihr habt hier nichts zu suchen. Verschwindet. Wow, dies. Ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern. Wow, dies in meinem Haus und das zu einem Zeitpunkt, wo ich wichtige Gäste habe. Hinaus mit euch, ihr ungehobelten kleinen Blindschleichen. Ich hetze euch die Wache auf den Hals, wenn ihr hier irgendetwas anrührt. Ja, sehr schön. Ja. Okay, das heißt, hier haben wir auch nichts mehr. Wir können also das Regierungsviertel verlassen erstmal. Und durch diesen Ausgang. Und ja, wie gesagt, Keldorn ist rechtschaffen gut und ist halt ein Inquisitor, also eine Unterkategorie vom Paladin. Deswegen handelt er halt, wie er handelt. So, zurück zur Waukenpromenade. Wir wollten da ja einmal rasten und dann Zeug verkaufen. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch! Das ist jetzt wiederum nicht so gut. Minsk und Bo. Lasst mich bitte, es ist fast unter meiner Würde. Ich werde euch erledigen. Mist. Folgt nur. Ich bin zu allem bereit. Oh, aua. Ich hatte auf mehr gehofft. Gut. Das ist nicht so ausgegangen, wie ich gehofft hatte. Also Autosave. Keine große Herausforderung. Werden wir gleich wieder angegriffen? Feinde haben euch aufgelauert. Wie verteidigt ich euch. Ich werde tun, was ich kann. Ich war nicht gefällt. Ja. Du verschwimmst mal. Nee, halt, du darfst nicht verschwimmen. Ich werde es tun.
Das bringt die leider auch. Obwohl. Göttliche Macht. Lasst mich bitte helfen. Du darfst leider nichts benutzen. Okay, der da ist recht stark. Jetzt ist die Hälfte der Leute gefiert. Jetzt sind sie entfiert. Okay. Ich bin bereit. Oh. Er hat einen Säurepfeil abgekriegt. Das ist nicht so schön. Ja. Wenn ihr es wollt. Okay, Sklavenhändler. Das hier ist wesentlich offen. In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. Schriftrollen hat sie dabei. Gucken wir mal. Das kann hier hin. Den Zauber kann sie nicht lernen. Der ist dritter Grad. Kann ich was aus dem dritten Grad rausschmeißen, was wir vielleicht nicht brauchen? Magiebann könnte ich theoretisch rausschmeißen. Zauberstoß. Verlangsam. Schreckenszauber. Geringe Zauberabwehr. Ich würde sagen, das tilgen wir aus. Lernen den Zauber. Den können wir nicht lernen. Weil wir wieder zu viele drin haben. Beherrschung können wir bereits. Und den können wir auch bereits. So. Was hast du dabei? Ein Streitkolben plus 1. Der wird uns allerdings nicht viel bringen, gell? Jetzt hat sie nämlich ein ETW von 12. Jetzt hat sie ein ETW von 9, ja. Aber gut, ist eine Waffe, die wir einfach mal so irgendwo reinstopfen können. Trank der Steinriesenstärke. Ist gut für Minsk. Trank der Frostriesenstärke ist für Keldon. Das kommt bei ihr rein. Braucht ihr etwas? In Ordnung. Geld. Pfeile plus 1. Die bauen wir ja bei Minsk auf. Ein Bogen und eine Halskette. Ja, ich werde mein Bestes tun. So, hier haben wir wahrscheinlich mal wieder ein Schwert plus 1, ja. Das wird Keldon leider nicht mehr tragen können. Deswegen musst du es mit dir rumschleppen. Ein Bogen und wieder Pfeile plus 1. Von denen Minsk leider schon zu viele trägt. So, okay. Ich helfe, wo immer ich kann. Nun, wenn ihr wirklich meint. So, Pfeile plus 1. Die kann Minsk aber noch tragen. Sehr viel Geld. Ein bisschen Schmuck. Jetzt kommen die interessanten Sachen, nämlich einmal ein Kurzschwert, das wir nicht identifizieren können. Und ein Plattenpanzer, den wir auch noch nicht identifizieren können. Und du hast wahrscheinlich keinen Identifizierungszauber auch mehr übrig. Nö. Einen Bogen. Können wir Keldon irgendwas? Zu schwach für einen Bogen. Ja. Was können wir Keldon Schweres wegnehmen? Das auf jeden Fall. Dann trägt er einfach mal den Münzbeutel. Und er trägt einfach mal ein paar von den Pfeilen.
So. Gut. Wenn es das ist, was ihr wollt. Da haben wir die mal ordentlich ausgeplündert, haben einen Haufen Geld gut gemacht vor allem. Und in die Promenade bitte jetzt. Aber wirklich. Ja, sehr schön. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich würde sagen, erst zum Wirtshaus. Dass wir diesen Typen zur Rede stellen können und in Ruhe rasten können. Dupti-dum. Wie sieht's eigentlich so mit Erfahrungspunkten aus? Sie braucht eine ganze Weile für einen Stufenaufstieg, was klar ist. Keldorn ist in der Mitte. Minsk sieht besser aus als Keldorn. Er ist ja auch schon länger dabei. Yahira kriegt beiden doppelten Stufenaufstieg mal wieder. Sie ist halt nur Diebstufe 4 und Magier dauert noch ein bisschen. Bei ihr kommt bald der Kleriker mal dran. So, dann mal rein hier. Da ist Sir William. Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Fürs Keldorn, ich hatte gehofft, dass ihr kommt. Darf ich also annehmen, dass ihr wisst, warum ich hier bin? Ich war eure Frau, ein Ehemann und euren Kindern ein Vater, wenn es das ist, was ihr meint. Meine Fürstin Heimaria hat nur einen einzigen Ehemann und der bin ich. Und was Vesper und Leona angeht, wagt es nicht, sie mit eurer Gegenwart zu verderben. Sie sehnte sich nach einem Vater, irgendeinem Vater. Sie würden auch einen Hochstapler von der Straße an eurer Stelle nehmen. Seid ihnen in eurem Mitgefühl das, was ihr ihnen vom Blute her seid, Keldorn. Sprich die Viper, die in meinem Bette schläft, und seine elendigen Finger durch das gesponnene Gold, welches ihr Haar ist, leiten lässt. Was wollt ihr, Sir William? Ein Kind, das nicht mal das eure ist? Unwahrscheinlich, ich war jahrelang wie ein abgebrannter Docht. Wir suchten nach ein wenig Schönheit, als sie die größten Schmerzen hatte. Ich wünschte, ich könnte sagen, ihr hättet das gleiche getan. Was soll ich mit euch machen? Ihr zeigt bisher noch keine Reue, aber gleichzeitig seid ihr bar jeglicher Bosheit. Was soll ich nur tun? Fürstin Maria liebt euch zutiefst. Aber wenn Liebe nicht gezeigt wird, dann welkt und stirbt sie. Ich war nur ein einzelner Tropfen Wasser. Ihr seid die Oase, nach der sie suchte. Liebt sie und ich werde nichts als Staub im Winde sein. Bittet ihr mich um Vergebung? Ich bin nicht so töricht, danach zu fragen, mein Fürst. Ich möchte lieber daran denken, dass ihr mir eines Tages danken werdet. Ich glaubte einst, dass man mit zunehmendem Alter weiser würde. Aber inzwischen bezweifle ich das von Tag zu Tag mehr. Wie sehr es mich auch schmerzt, das zugeben zu müssen, Sir William hat recht. Es ist an der Zeit, dass ich mit meiner Frau spreche. Ihr könnt doch nicht einfach zulassen, dass euch das einfach so ausredet. Wir waren auf einen Kampf vorbereitet, als wir ankamen. Nein, sind wir definitiv nicht. Das sind private Dinge, ich werde euch im Ginnhaus aufsuchen, wenn ihr fertig seid. Da sollten wir uns jetzt zu eurem Gut begeben und dem Tumult ein Ende bereiten. Verbringt einige Zeit miteinander und erinnert einander daran, wie es ist zu lieben. Entbinde euch euren Diensten. Nein, beenden wir diesen Tumult. Ich habe bei dem Unteren immer Angst, dass ich ihn ganz verliere. Vielen Dank, sowohl für euer Verständnis als auch für eure Freundschaft. Kommt, lasst uns zu meinem Gut aufbrechen, sodass ich mich mit Maria treffen und die Sache beilegen kann. Da hat sich was getan. Keldorn hat beschlossen, sich mit seiner Frau zu versöhnen. Er macht sich selbst dafür verantwortlich, wie sich die Dinge zwischen den beiden entwickelt haben.
Er möchte möglichst rasch zu seinem Anwesen zurückkehren, damit er mit dir sprechen kann.